So, liebe Leute, da ist wieder der Podicast und heute mal mit der zweiten Charakteranalyse. Und zwar haben wir heute den stärksten Schwertkämpfer in der ganzen One Piece Welt, Mihawk Falkenauge, über den wir reden werden. Wir werden Theorien aufstellen, wir werden seinen ganzen Werdegang in der One Piece Welt nochmal durchgehen. Alles, was er gemacht hat, die Kämpfe mit Shanks. Wie hat er das Drachenschwert, das stärkste Schwert in der ganzen One Piece Welt bekommen? Es ist ja auch eine schwarze Klinge, da haben wir auch Informationen bekommen, dass die schwarze Klinge Yoru, die war wahrscheinlich nicht immer schwarz, sondern sie wurde schwarz durch Mihawk, den Schwertkämpfer, das haben wir auf Wano Kuni erfahren. Wir werden über vieles reden, über seine Motive, auch in der Zukunft. Was will er einfach in der Welt gerade? Was sind seine Motive? Warum ist er eigentlich ein Sieben Samurai der Meere und so ein korrupter Typ geworden und so? Wir werden über alles reden, Leute, heute in diesem Podcast ganz ausgiebig. Und bevor wir aber anfangen, jetzt natürlich das große Appell, was wir wahrgenommen haben, und zwar mit Spotify, Leute. Spotify, wir haben es ja auf Spotify hochgeladen, immer die ersten Podcasts, und es wird auch wieder hochgeladen. Wir werden alle paar Wochen mal einen Schwung Podcasts nachreichen auf Spotify, weil wir ein bisschen Probleme haben mit unserem Publisher. Das ist nicht so einfach, das alles da hochzuladen. Also es ist nicht einfach wie bei YouTube, dass man da die Datei reinzieht und fertig und das einen Namen gibt. Habe ich gedacht, ist aber auch nicht so. Man muss das über einen Publisher machen und da haben wir uns bisschen fehlentschieden am Anfang für den falschen, aber wir werden es nachreichen alle paar Wochen, aber trotzdem werden hier die Podcasts exklusiv kommen und deswegen würde ich euch auch raten, den hier zu hören. Mit der Werbung, haben wir euch auch schon gesagt, werden wir nicht so übertreiben, alle 10 Minuten ein Werbeblock, weil es nur mal ein Podcast ist und wir wollen jetzt hier auch nicht die gierigen YouTuber irgendwie markieren und irgendwie uns dumm und dämlich verdienen, aber für alle, ich hoffe, jetzt sind die Spotify-Kommentare endlich, hören jetzt auf, Leute. Es wird alle paar Wochen nachgereicht, ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ich weiß, auf Spotify ist theoretisch ein Podcast besser anzuhören, weil es halt ein Audioformat ist und so. Aber Leute, ich hoffe, ihr seid nicht böse, weil es ist wirklich, es gibt da einige Komplikationen. Ich will das jetzt auch nicht so ausbreiten, weil das interessiert euch eh nicht. Lasst uns lieber über Mihawk reden und natürlich habe ich wieder den guten Myrolox dabei. Wie sollte es auch anders sein? Ja, Leute, wir haben natürlich auch gesehen, dass die Charakteranalyse zu Blackbeard sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Wir selbst fanden es auch eine extrem geile Idee, einfach einen Charakter komplett aufzurollen und ja, quasi alles nochmal durchzugehen. Alles, was man irgendwie gesehen hat, weil viele alte Szenen halt einfach einen enormen Impact haben und dasselbe machen wir halt jetzt auch mit Mihawk, weil Mihawk dem Grunde nach einfach genauso interessant ist wie auch ein Blackbeard. Ich würde sagen, ich starte dann noch einfach mal direkt, oder? Machen wir es wie im letzten Podcast. Und wie im letzten Podcast gehen wir auch direkt erstmal auf die Namensgebung an sich ein. Der Name Mihawk Dulac. So ist er quasi ausgesprochen, wenn man es so sieht. Und Falkenauge natürlich der Spitzname. Falkenauge leitet sich natürlich aus den Augen ab. Aber an sich ist Mihawk auch hier wieder an eine Person angelehnt. In dem Sinne Graf Dracula. Nicht so krass wie bei Blackbeard von der Piratengebung. Aber Graf Dracula auf der einen Seite ein bisschen vom Namen. Also das Anagramm lässt sich halt dadurch ableiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch zum Beispiel die äußerliche Erscheinung seines Bootes. Das ist ja auch so ein Sarg gewesen. Und das Schloss, wo er immer drinnen chillt, ist halt vom gesamten Aufbau, aber auch allein der Fakt, dass es eine einsame Insel ist und das Schloss allgemein vom Aufbau ähnelt sehr stark den ganzen Hollywood-Verfilmungen, die man so von Dracula an sich hat. Da halt einfach der normale Bezug zur Namensgebung, also hier eine leichte Anlehnung dazu. Kommen wir aber auch, wie bei Blackbeard eigentlich auch, erstmal auf das Bild zu sprechen, was Oda gezeichnet hat, und zwar von Mihawk als Kind. Ich habe auch schon im letzten Podcast, habe ich ja auch gesagt, dass Mihawk so, der auch als Kind gezeichnet wurde, auch hier schon mal sehr, sehr interessant ist, weil Mihawk wirkt als Kind einfach so ein bisschen, ja, man sieht halt, dass er so Schramm hat, dass er irgendwie verprügelt wurde oder so, könnte man meinen, schon als Kind. Und dass er halt so ein Schwert dabei hat, aber das Schwert wirkt mehr wie so ein Trainingsschwert, also diese typischen Holzschwerter, die man benutzt hat, was halt einfach schon zeigt, okay, er hat schon damals Kampferfahrung da gesammelt mit dem Schwert, also wie Zorro schon als Kind angefangen hat zu trainieren, ist es halt auch bei Mihawk der Fall. Und das krasseste Detail, er hat schon damals die Falkenaugen gehabt, also da ist halt die Frage wegen Secret-Technik und so einen Scheiß, aber das ist so das, was man auf den ersten Blick auf dem Bild erkennt. Ja, ich habe da auch immer, also ich würde das jetzt nicht so auf die Goldwaage legen mit den Falkenaugen. Ich habe das nämlich auch immer gesehen und es gibt ja das Gezeichnete von Oda richtig so, also das, was er mit der Hand gezeichnet hat in der FPS. Das, also man sieht da in den Augen nochmal so einen Kreis und es sind eigentlich die Falkenaugen, deswegen nichts mit
also Falkenauge hat jetzt irgendwie, oder vielleicht, also wenn das da schon der Fall war, was ich nicht glaube, als Kind, dass er da schon irgendwie den Dämon beherrscht hat, weil die Leute gehen halt aus, dass Zorro auch unter dem geöffneten, unter dem geschlossenen Auge dann, wenn er es öffnet, auch so ein Falkenauge dann hat, wie wir es ja auch bei Cavendish und Hakuba gesehen haben, dass er dann auch so ein, ja auch dieses Gelb und das blaue Auge hat, also dieses komische, diese Dämonenaugen halt, ich nenne es einfach Dämonenaugen. Und ich habe, also ich find's krass, dass er wirklich damit wahrscheinlich geboren ist, so wie es aussieht. Oder es ist wirklich was Dämonisches, was er aber auch schon seit Geburt an in sich trägt. Und es ist wirklich sowas. Könnte halt immer noch sein, aber es sieht halt aus, als dass er schon in der Kindheit diese Augen hatte. Und das sind auch die Augen, die Imsama hat, wo natürlich auch die Leute wieder mit den Ohren schlackern, was ich auch verstehen kann. Mit den Ohren schlackern, also jo. Ja, weil das einfach zu. Ich weiß nicht, also diese Augen, wann haben wir die gesehen, diese Dämonenaugen? Also wir haben die wirklich bei. Also, ich habe letztens jemanden gesehen, der geschrieben hat, ja, Big Mom hatte die auch. Nein, Big Mom hatte, also ja, wirklich, wenn man ja. sich die Augen von Big Mom, die hatte so Kreisaugen, so komplett verrückt oder halt mal mit mehreren Kreisen, so einfach wie so eine. Ja, Robin hatte das auch mal so im Wunderland, so richtig verrückt. Ja, ja, genau. Also, ja. Robin und Big Mom hatten das mal in Form von einem geschockten Blick. Wo wir einen wirklich ähnlichen Bezug haben, ist halt Cavendish und Hakuba. Da gibt's das Falkenauge von der Darstellungsweise und Sunisha bei der Befehlsausführung von Momo. Da hat man ja. die Falkenaugen quasi woanders noch gesehen. Bei Sunisha wurde es im Anime mit einer anderen Farbe dargestellt. Bei Hakuba halt logischerweise, je nachdem auf welcher Hälfte man schaut, die Dämonenhälfte und die Hälfte von ihnen. Aber ja, das sind so die einzigen Sachen. Und gerade dadurch entspringen ja viele Theorien, weil halt Cavendish auch ein Dämon im Schwert, Hakuba, zack, zack. Und dann ein Falkenauge, was da noch Auswirkungen hat. Das wirkt sehr verdächtig so. Also dadurch kommen ja, ja. halt auch viele Theorien zustande. Aber dieses Bild als Kind, es ist zwar jetzt ein Audioformat, Leute, und ihr habt es wahrscheinlich jetzt nicht vor euch, weil ich das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das einblende. Es ist halt so, dass er sieht halt da schon als kleines Kind aus, wie du schon gesagt hast, wie Zorro. Also er ist auch verwundet so, hat überall ein bisschen Dreck, aber hat halt dieses Übungsschwert und er sieht halt da auch schon so aus. Ihm ist das nicht in die Wiege gelegt worden, diese Schwertkunst und so. Das, also viele denken ja so, das ist der talentierte, krasse Typ, der einfach so geboren ist als Überschwertkämpfer und so. Aber ich finde schon, dieses Bild als Kind zeigt schon, dass er wirklich auch dafür hart gekämpft hat, um auf dem Level zu sein. Und wenn wir auf die schwarze Klinge Yodo zu sprechen kommen, dann werden wir da auf jeden Fall auch noch drauf eingehen, weil, wie gesagt, die ist nicht schwarz, weil sie schwarz geschmiedet wurde, höchstwahrscheinlich, auch wenn sie so genannt wird. Ja, aber auch zu sehen, selbst als Kind, da hatte er das Schwert natürlich noch nicht. Wie alt er ungefähr ist, ich weiß nicht, ich würde ihn so auf 8, 9 schätzen, keine Ahnung. Ist schwer zu sagen, aber ist auf jeden Fall interessant, dass wir überhaupt ein Bild als Kind haben von ihm. Da hat er aber auch schon so einen Mantel an, so einen kleinen, so ein Hemd, so ein offenes mit einem hochstehenden Kragen. Also den Style hat er schon immer. Der Style war, der wird ihn in die Wiege gelegt. Also es ist natürlich irgendwo ein Zusammenspiel aus Talent und aber auch hartes Training, weil man muss ja einfach sagen, Mihawk, so in der Geschichte, wie wir ihn kennen, aus dem Anime, beziehungsweise auch aus der Original-Manga-Story, jetzt ohne FPS-Einträge oder sonst was, hat man bei Mihawk noch nie auch nur eine Schramme gesehen. Aber dieses Kindbild beweist einfach, weil es halt von Oda kommt, dass er nicht wie Zorro. Er ist kein Gott. Ja, genau, weil Zorro ist ja in seinem Werdegang auch schon hunderte Male verletzt worden. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wohl das prägendste Ereignis auch da von Mihawk. Und ja, auch er wurde als Jüngerer halt scheinbar öfters mal verletzt so und ist halt nicht so makellos, wie es immer scheint. Ja, also lass uns mal jetzt Podcast-mäßig hier nach der guten Podcast-Manier spekulieren. Jetzt, Leute, nehmen wir es nicht für voll. Lass uns mal spekulieren, wer könnten die Eltern sein, beziehungsweise wer könnte der Vater sein? Was interessant. Da gibt es ja auch ein paar Theorien. Also, wie gesagt, Imsama habe ich eben schon angerissen, so ein bisschen. Warum, Leute? Eigentlich hat man nur die Augen, weil zwei von diesen komischen Augen, so hat man bis jetzt nur bei Imsama gesehen. Ich bin gespannt, ob es im Anime, wenn wir ihn dann sehen, auch so, ob die auch gelb dargestellt sind oder ob die einfach auch so schwarz-weiß, ob wir dann wirklich nur so silhouettenmäßig. Aber ich hoffe, dass wir da zwei gelbe Augen sehen. Das wäre richtig geil. Wollen wir mal kurz sagen, was dafür und dagegen spricht? Weil da fallen mir schon ein paar Sachen ein. Also bei Imsama, was dafür spricht, auf der einen Seite, ist Mihawk im 7-Samurai-Status. Mihawk im 7-Samurai-Status seit enorm langer Zeit. Und man muss sagen, Mihawk, der wird nicht von der Marine bestellt, wie es mal gerade passt. Der wurde natürlich auf der Schlacht gegen Whitebeard, hat er selbst zugestimmt und ist auch selbst wieder abgedampft, weil er gesagt hat, nee, gegen Shanks kämpfe ich nicht. So, das heißt, Mihawk hat da
ja, einen sehr, sehr krassen Einfluss und seine Stellung wurde nie angezweifelt. So, da könnte man auf jeden Fall schon mal die Situation schlagen, okay, Sieben Samurai, obwohl er manchmal Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht ganz dazu passen, kratzt keiner seine Stellung an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass Shanks einen Draht zu den Fünf Weisen hat und Mihawk und Shanks sind ja auch extrem dicke. Und da könnte man jetzt auch spinnen, so, okay, wenn Shanks schon in der Vergangenheit mit denen zu tun hatte, mit den hohen Tieren der Weltregierung, und Mihawk auch in dem Sinne schon früher mit denen zu tun hatte, würde das vielleicht erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass Shanks und Mihawk damals so oft trainiert haben. Das ist so das, was dafür spricht. Was dagegen spricht, ist halt so ein bisschen... Ja, man findet nicht viele Argumente dagegen, obwohl halt vieles... Also das Gesamtbild spricht einfach ein bisschen dagegen, weil halt einfach Mihawk... ja, einfach nochmal eine ganz andere Position vertritt wie Imsama, so weißt du, vom Auftreten einfach. Ja, finde ich auch. Also ich würde es auch, ich weiß nicht, also das ist eine Theorie, die hat halt, das ist keine Theorie, Leute, das ist wirklich, das kann man Theorie nennen. 0,1% Wahrscheinlichkeit, so. Ja, also wirklich, also ich weiß nicht, ob ich das auch feiern würde. An sich wünsche ich mir, dass Mihawk ein bisschen mehr Tiefe kriegt irgendwann, irgendwie so. Das einzige Tiefe, die wir haben, das ist echt eine, kann man an Hand abzählen, was wir von ihm so charaktertiefemäßig irgendwie uns raussaugen können von seiner Vergangenheit oder so. Und eines ist halt das Bild als Kind und auch, dass er da schon wahrscheinlich die Falkenaugen hatte. Aber sonst habe ich noch gehört, es war damals mal, kam so Fake-Spoiler raus, von One Piece, weiß ich noch. Vor Jahren kam so Fake-Spoiler, also so Spoiler raus und da haben wirklich viele gedacht und ich glaube, irgendein YouTuber, ich nenne jetzt den Namen nicht, hat auch ein Video dazu gemacht, weil er dachte, es wäre echt. Nicht ich, also das war echt krass. Ich also, auch nicht. Da stand drinne, ja genau, da stand drinne, dass der Vater von Mihawk der eine Gorosei ist, dass er auch Dulacre heißt, irgendwie schieß mich tot oder so. Okay. Und da stand da drin so und die Community ist komplett ausgerastet. Das Video hatte auch von dem YouTuber richtig viel Klicks in der kurzen Zeit, so. Krass. Weil da stand Gorosei Vater von Mihawk oder so, keine Ahnung. Das war absolut krank. Und das, ich weiß nicht, ob ich das cool finden würde, aber dieser Typ, also der Gorosei, lass uns mal kurz mit ihm reden. Also ich habe heute auch in dem Video, was ich hochgeladen habe, habe ich auch erwähnt, dass der auf, also meiner Meinung nach ist es safe, dass er das Kitetsu der ersten Generation hat, was höchstwahrscheinlich auch ein Drachenschwert ist. Das zweite Drachenschwert, was wir kennen in der One-Piece-Welt. Weil wir kennen das der dritten Generation, das Kitetsu, das hat ja Zorro, das ist ein Könnerschwert, also rangniedrigstes Schwert sozusagen. Und dann haben wir zwei Ränge letztendlich über dem Könnerschwert, ein Königsschwert und das ist das Kitetsu der zweiten Generation, was ja Ruffy mit sich genommen hat, was ihm ja abgenommen wurde nach der Niederlage von Kaido. Und dann gibt es laut Hitetsu, heißt Hitetsu, obwohl, also es gab damals eine Kitetsu-Familie und die haben letztendlich die Schwerter geschmiedet, die verfluchten Kitetsus, und das war von der Familie Kitetsu letztendlich und er heißt halt Hitetsu und trägt eine Maske. Ich glaube, dass er sich nur mehr oder weniger verschleiert will und auch letztendlich Nachfahre ist, weil er ist auch ein Schwertschmied. Das ist einfach, man muss so eins und eins zusammenzählen. Und der hatte auch erwähnt, dass es auf jeden Fall noch eins der ersten Generationen gibt und so. Und da meinte Tashigi damals auch auf Looktown, dass das höchstwahrscheinlich ein Drachenschwert ist. Und wenn man sich jetzt mal den Schwertgriff, beziehungsweise oben die, wie sagt man, also das, was die Hand schützt, mehr oder weniger, ich weiß nicht, im Griff nicht, Leute, ja, könnt ihr mich auspeitschen in den Kommentaren. ja, das, die sehen bei den Kitetsu halt immer, Kitetsu sehen die halt immer gleich aus. Und das von dem Gorosei sieht halt genauso aus wie von den anderen beiden Kitetsus. Deswegen kann man einfach 2 und 3 zusammenzählen und dann weiß man, dass das das erste ist. Und deswegen hat er höchstwahrscheinlich auch ein Drachenschwert. Und sonst Drachenschwert wissen wir nur, Mihawk Black Sword Yulu ist das erste Drachenschwert, was wir kennen und ist auch das krasseste Drachenschwert von allen. Aber wie gesagt, das Kitetsu von dem, ich weiß nicht, ob der, ich wünsche mir nicht, dass er der Vater ist, ganz ehrlich. Also das wäre irgendwie Blödsinn. Meiner Meinung nach hat er immer noch im Gesicht jetzt, wir müssten auch mal einen Gorosei-Podcast machen, also Weltregierung Gorosei-Podcast muss auch noch sein, aber der Typ wirkt für mich so, also Gesicht und Mimik und ich sag mal, die Kanten von der Fresse so, die passen irgendwie zu Zorro oder zu dem Meister von Zorro, dieser Kushiro, der hat voll Ähnlichkeit mit dem, ich glaube, wenn der eine Glatze hätte, muss man mal photoshoppen, den muss man mal eine Glatze photoshoppen, mal gucken, das sieht genauso aus eigentlich, also deswegen, ich glaube, das ist irgendwie damit eine Verbindung, aber nicht zu Mihawk, ich glaube, mit Mihawk, ich kann mir vorstellen, dass er auch irgendwie eine tragische Kindheit hatte, seine Eltern verloren hat und alleine auch in einem Dojo vielleicht. Oder ich glaube nicht mal, dass er in einem Dojo, weil der hat ja nicht diese traditionelle Kleidung als Kind an, sondern eher seine Straßenkleidung so. Der hat vielleicht für sich selber trainiert oder woanders Schwertkämpfen gelernt, halt nicht in so einem traditionellen Dojo. Aber dass der auf jeden Fall auch vielleicht nicht so gut aufgewachsen ist, weil er auch mit ziemlich ernst guckt. Also ich weiß es nicht.
Ja. Kannst du mir vorstellen, dass er auch keine Eltern hatte. Ja, also ist halt die Frage, inwiefern man der ganzen Sache noch Tiefe schenkt. Aber wenn man jetzt mal sieht, wie oft zum Beispiel es schon ein Flashback, klar, Ruffy ist der Hauptcharakter, aber wie oft es schon ein Flashback zu Ruffys Trainings gibt, muss man ja auch schauen, dass Zoro höchstwahrscheinlich ja jetzt im Wano Kuni-Arc auch noch viele Kämpfe haben wird, die auch darauf basieren, dass man sich ans Training zurückerinnert, an eine Technik, die man gelernt hat. Und da kann man logischerweise auch mehr über Mihawk erfahren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass man vielleicht mal irgendwas über seine Family erfährt. Aber ich glaube nicht, also ich glaube halt bei vielen Charakteren, wie zum Beispiel bei den Shanks oder so, glaube ich auch nicht, dass man da nochmal auf Vater und Mutter eingeht oder so. Aber ja, man kann es nicht genau sagen. Gerade bei Schwertkämpfern ist es halt nochmal ein bisschen interessanter, weil man hat halt, gerade bei Schwertkämpfern geht es ja auch so um Schwert weiterreichen und sowas. Also da sind ja viele emotionale Werte, die dann auch immer weitergegeben werden und viele Techniken, die man vielleicht auch darüber erlernt hat. Und deswegen, die Möglichkeit ist da, aber ich würde jetzt auch nicht zu viel Fokus darauf legen. Ja, ich auch nicht. Also deswegen auch mir diese Familienstrickereien und so. Oh, jetzt muss ich es erwähnen. Genau, stimmt, das hätte ich jetzt mal vergessen. Natürlich die knackige Theorie, dass Rayleigh der Daddy ist, weil die sind gleich im Mantel damals. Ja. Also es gab ja damals den Mantel von Rayleigh, wo er noch auf dem Schiff von Roger war. Da hat er auch diesen hochgesteckten Kragen und das hatte der Kragen, das Innere, das Motiv, die Maserung des Kragens hatte die gleiche Motive wie der innere Kragen von Mihawk. Das ist hanebüchener Dreck. Also das glaube ich auf keinen Fall, dass das irgendwie hätte man mit der Haarfarbe irgendwie spielen müssen, wenn Rayleigh als jüngerer schwarze Haare gehabt hätte. Ja. Dann hätte man, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwo vielleicht, dem Grunde nach kann man einfach jeden alten Schwertkämpfer nehmen oder jede ältere Person und dann so, he must be the parents. So, weißt du, wenn du so einen Schwertkämpfer hast, der einfach ein bisschen älter ist. Also wie gesagt, ich würde auch vielleicht zum nächsten Thema schreiten, aber Eltern sind einfach spannend, immer spannend. Haben wir wenigstens jetzt abgedeckt und drüber geredet, Leute. Ich weiß, diese Podcasts sind eh dafür da, dass wir komplett den Charakter ausquetschen, ausmelken, alles, was wir wissen und alles, was uns in den Kopf rumfliegt, Leute. Wir haben gerade eine Viertelstunde über etwas geredet, was wahrscheinlich zu 99% nie in der Geschichte thematisiert wird. Das kann man halt einfach nur im Podcast machen. Das ist that's the deal. So, kommen wir mal so zum ersten Aspekt, den wir haben. Erster chronologischer Auftritt von Mihawk ist die Hinrichtung von Gold Roger. Und die Hinrichtung von Gold Roger ist natürlich mit das prägendste Ereignis, was es überhaupt in One Piece gab. Und wenn man mal schaut, es sind ziemlich viele Charaktere dort anwesend, wo man im ersten Moment keinen direkten Zusammenhang zu Gold Roger findet. Also klar, bei vielen schon, aber bei vielen halt auch nicht. Mihawk scheint einer davon zu sein, weil man hat keinen direkten Bezug zwischen Mihawk und Gold Roger, aber er ist auf jeden Fall einer der Charaktere, der da war. Ja, und er war da komplett wieder diesen kalten Mihawk-Blick, weißt du, null Emotion, einfach so komplett tot vom Inneren. So. Ich weiß nicht, ob der Charakter überhaupt irgendwann mal Emotionen noch zeigen wird in unserer Dings. Also, okay, ein bisschen hat er Perona schon so ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen so gezeigt, so pass auf dich auf und so. Aber trotzdem, das war ja noch kein Gefühlsausbruch, so emotional. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt von ihm erleben, aber er war da und hätte er. Ja, okay, selbst wenn er, glaube ich, mit Roger eine Verbindung gehabt hätte, was ich auch glaube, das hatten die. Ja, genau. Aber er hätte trotzdem nicht geweint, glaube ich. Ich glaube, er ist einfach so kalt. Vielleicht hat er sowas erlebt in seiner Kindheit oder so, was ihn einfach emotional getötet hat. So ein bisschen wie Rob Lucci in der Art. So vom Gemüt stelle ich ihn mir vor. Und deswegen, dass er jetzt da nicht großartig geheult hat und so, ist nicht damit gleichzusetzen. Also das kann man nicht jetzt irgendwie über einen Kamm stellen mit, dass er keinen Kontakt mit Roger hat oder sonstiges. Ich glaube trotzdem, die hatten Kontakt. Wie gesagt, da, wie sah er da aus? Er sah eigentlich ziemlich fresh aus da, fand ich, ne? Ja, das stimmt. Aber ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Also, Dragon war halt da, das war interessant, dass er keine, das Tattoo noch nicht hatte, aber so bei Mihawk war halt, und dass man Crocodile nur von hinten gesehen hat mit den Haaren und so, dass man halt immer noch spekulieren kann, dass seine Frau damals noch war. Aber bei Mihawk war halt einfach fucking Mihawk in Jung so, und eigentlich gibt's dazu nicht viel zu sagen, ne? Ja, man weiß einfach nicht, welche Stellung Mihawk damals hatte. Man weiß ja nicht, viele Charaktere, die da standen, waren ja einfach noch so No-Names in der Welt. Aber die Frage ist halt, wie Mihawks Stellung damals schon war. Ob er schon damals so einer der berühmtesten Schwertkämpfer war oder ob er schon beispielsweise den Samurai-Status innehatte oder so. Sowas weiß man alles gar nicht. Also man weiß einfach nicht, wie Mihawk damals aufgestellt war, weil er auch in der Szene trägt er kein Schwert bei sich, glaube ich. Sofern ich mich recht entsinne. Ja, stimmt, sieht man auf jeden Fall nicht. Genau. Man sieht ja nur so Oberkörper. Und deswegen ist halt so die Frage, wie da seine Stellung war. Aber
gut, muss man halt wissen, er hat ja auch den Bezug zu Shanks schon seit vielen, vielen Jahren, deswegen ist die Möglichkeit logischerweise auch gegeben, dass er eine Verbindung zu Gold Roger hat, weil ja Shanks auch schon sehr, sehr früh der Roger-Bande beigetreten ist. Das auf jeden Fall dazu. Ja, ja, willst du den nächsten Punkt? Also auf jeden Punkt, Fall, ich weiß nicht. Oder, ja. Ja, genau, der nächste Punkt war ja, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was war theoretisch der nächste Punkt? Es gibt ja noch die Kämpfe mit Shanks, also es gibt ja natürlich seine Insel, dieses Kuraigana oder wie die heißt, diese komische, da, es ist auch ziemlich viel, was in den Köpfen von den Fans ist, was Filler ist, weil der Timeskip von Zoro, da war ziemlich viel Filler-Kram drin, was da auch mit den Affen und sowas war. Aber auf jeden Fall ist das sein Zuhause, diese komische Insel. Kuraigana heißt die Insel. Ja, wie gesagt, es war damals da ein dicker Krieg. Das weiß man nur vor 7 Jahren. Wir haben natürlich Wiki wieder offen, so gut vorbereitet wie wir sind. Und Falkenauge, das ist alles, ihr kennt die Insel auch von Mio, Leute, ihr seid ja One Piece Fans. Es ist natürlich alles in Schutt und Asche und er hat sich da einfach in dem Schloss dann eingenistet. Und da lebt er halt so ganz alleine und hatte eigentlich niemanden, jetzt natürlich neuerdings, mehr oder weniger neuerdings, jetzt auch schon seit 2 Jahren, hatte er Perona bei sich. Da ist die Frage, sind die zusammen, sind die, was ist das so, ist jetzt die, macht sie das sauber für ihn oder fühlt sie sich da einfach nur wohl, weil das so ein bisschen Grufti-mäßig da alles ist oder, ich weiß es nicht. Also sie wurde ja, warte mal, sie wurde doch dahin geschickt auch, oder nicht, von Kuma, ja. War das da nicht, dass sie dahin geschickt wurde? Also letztendlich, hat, aber sie ist ja da geblieben, also sie hätte ja freiwillig auch gehen können. Auf jeden Fall. Aber sie hat sich auch gut verstanden mit Mihawk und vielleicht lief da auch was, ich weiß es nicht, Leute, aber ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das die Heimat nicht, aber es ist das Zuhause mehr oder weniger, was er sich selber ausgesucht hat, ohne Menschen, also höchstwahrscheinlich, ja, kann er nicht so gut mit Menschen oder hat irgendwas ist vorgefallen oder sonstiges. Es gibt auch die Theorie noch, wir wissen ja, okay, jetzt können wir auch mal die Katze aus dem Sack lassen. Er hat ja mit Shanks damals gekämpft und so. Die Kämpfe zwischen den beiden, die als legendären abzustempeln sind. Jetzt die Sache, hatte er damals eine Crew und hat auch mit einer Crew gegen die Shanks-Piratenbande gekämpft, also gegen die Rota-Piratenbande, oder waren das nur 1-gegen-1-Kämpfe? Also, wir wissen auch mit der Vivre-Card mehr oder weniger, dass Mihawk immer nur den stärkeren sucht sozusagen immer einen stärkeren Gegner, einen stärkeren Kampf und sowas, so stand das da drin. Und ich glaube, das war wirklich eher so, ja, Rivalität, aber dennoch respektabel alles, weil wir haben auch gesehen, dass sie später noch so gesoffen haben, er hat den Steckbrief gezeigt und so, obwohl die sich da wahrscheinlich beinahe getötet haben damals und so, da gibt's auch richtig geile Fanarts, auch wenn wir offiziell nichts haben. Also wir haben offiziell nichts und da ist die Frage, sehen wir da überhaupt noch mal irgendwas? Kriegen wir vielleicht, wenn One Piece irgendwann zu Ende ist, mal ein Spin-Off von Mihawk und Shanks oder irgend so ein Blödsinn? Also ich würde es mir wünschen auf jeden Fall, weil das sind einfach so zwei Legenden, auch gerade Mihawk, weißt du? Also, haben ja auch viele, viele Legenden in One Piece, haben ja auch angesprochen, dass diese Kämpfer legendär waren, so, weißt du? Ja. Also das muss man ja, ich glaube, Whitebeard war sogar auch einer der Charaktere, der das angesprochen hat, ja, kurz. Ja. Und ja, gerade so Mihawk, der hat ja so dieses Standing als unbesiegbarer Schwertkämpfer, nicht nur als Bester, sondern halt auch als unbesiegbarer, weil er jeden Kampf überstanden hat. Er hat jeden Kampf bisher quasi noch gewonnen und man sieht ja auch, er hat ja jetzt nirgendwo eine fette Narbe oder so, die so zeigt, dass er mal eine fette Wunde bekommen hat oder so. Der ist clean, so, weißt du, der hat dominiert. Der ist clean, ja. Der ist echt, also das Ding ist, also sein Verhalten muss natürlich, also das, ich wünsche mir das schon, dass wir das irgendwie, deswegen, Leute, natürlich reden wir auch über 944, Leute, ihr könnt, also wenn ihr jetzt das hört und es ist schon Kapitel 944 kam schon und es war nichts mit Mihawk, dann könnt ihr es vergessen, aber wir reden auch kurz über die Theorie, dass Mihawk in Kapitel 944 das Zeitliche segnen soll. Das reißen wir nur kurz an, weil, wie gesagt, das wurde in letzter Zeit in der One Piece Community so weit ausgebreitet, das weiß eh schon so gut wie jeder. Ansonsten gibt das einfach mal ein, Mihawk 944 oder so. Einfach mal auf den OPTO-Kanal gucken. Ja, genau. Ich habe da ein Video gemacht, was auch ziemlich gut abgegangen ist, weil die Leute einfach, das interessiert die Leute einfach, weil, wie gesagt, es gibt die an den Color Page, da sind halt so viele Hinweise drauf, weil das Kreuz von Mihawk, dann ist da, steht da sozusagen auf dem Shirt von Zorro, ehemals Bester oder so, als bester Schwertkämpfer könnte man das so übersetzen. Das ist natürlich alles immer ein bisschen so mit dem Augenzwinkern, ja, die Theorie, es ist alles nicht so eindeutig, aber es sind Hinweise, die darauf hindeuten, dass er in Kapitel 944, weil da auf dem Grab schon auch die Zahl 944 steht, dass er da stirbt und weil auch überall Zombies sind und so. Es würde auch theoretisch Sinn machen, dass da der eine Akt von Wano Kuni beendet ist, der zweite Akt, und dann, dass wir dann wieder einen Schwenker kriegen. Und beim letzten Schwenker in Kapitel 925 haben wir auch Mihawk gesehen. Perona ist aufgebrochen zu Blackbeard, wahrscheinlich in Riesengefahr, was sich begibt. Und
ja, dass Miyok da wahrscheinlich dann hinterher reist. Und es würde auch zeitlich passen, dass dann in 944 auch der Akt beendet ist, weil dann ist das mit dem Udon-Gefängnis und so alles abgedeckt. Und dass Miyok dann hinterher reist, dass wir im zweiten Schwenker zwischen Akt 2 und 3 das sehen, wie er da hinterher reist, dann sich in die Falle begibt von Shiryu und Blackbeard und sonstiges und dann vielleicht da das zeitliche segnet, einfach so in ein Nebenkapitel, so, ich sag mal. Also, das wäre richtig unbefriedigend, wenn wir den stärksten Schwertkämpfer einfach so in einem Nebenkapitel, also 944, einfach so. Also, Wano Kuni-Arc ist im Gange und dann sehen wir einfach ein Kapitel, was ein bisschen zeigt. Und dann sehen wir den stärksten Schwertkämpfer, der Welten über Zorro war und vielleicht also immer noch ist, einfach dann ausgenockt wird und getötet wird. Und ihm wird seine schwarze Klinge abgenommen und sonstiges. Das wäre einfach. Also, das wäre richtig schlecht. Dann würde Oda einfach Mihawk anspucken, ankacken und in den Müll schmeißen. Ja, weil man erwartet einfach für Mihawk, erwartet man zumindest einen richtigen Kampf, den man als Referenz für Mihawks Stärke nutzen kann, weil egal welche Situation Mihawk bis jetzt kämpferisch hatte, die einzigen waren ja eigentlich so auf dem Marinefort oder halt ganz am Anfang von One Piece, aber da war nichts dabei, was auch nur annähernd widerspiegelt, wie krass der ist, so weißt du? Ich meine, der hat zwar auf dem Marinefort kurz gesagt, kommen wir auch später nochmal zu, dass er sich nicht zurückhalten möchte und seine Kraft schon richtig einsetzt, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass er, ja, also er hätte es schon geschickter anstellen können, um da mehr Schaden anzurichten, sagen wir es mal so, aber er hat sich da, glaube ich, schon in gewisser Weise ein bisschen zurückgenommen und was der Typ drauf hat, so, das muss man einfach irgendwie würdigen mit einem krassen Kampf und jeder wünscht sich ja letztendlich auch, dass Zoro Mihawk mal beweisen kann, dass er stärker geworden ist als er selbst, so, also als Mihawk und deswegen, wenn das so in einem Chapter abgehandelt wird, das wäre einfach so ein Schlag ins Gesicht. Ja. Weil du hast ja gesagt, er will ja auch wirklich Mihawk, er will ja der stärkste Schwertkämpfer werden und dafür sollte er theoretisch Mihawk auch besiegen irgendwann. Man könnte natürlich sagen, okay, wenn Mihawk jetzt gegen Shiryu kämpft, ja, genau, und Shiryu ihn besiegt und so, aber ey, in keiner Welt sehen wir Shiryu in einem ernsten, wirklich in einem ernsten Kampf Mihawk besiegen. Also jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Richtig, Manga ab. Ja, und okay, wenn er ihn besiegt durch einen Hinterhalt, ja, dann wäre das ja, okay. Noch unbefriedigend, weil dann gibt es ja keinen stärksten Schwertkämpfer mehr. Denn, also Shiryu ist ja dann nicht auf dem Level von Mihawk, wenn er ihn durch den Hinterhalt besiegt. Und dann, ich weiß nicht, dann ist ja das Besiegen von Shiryu und somit der stärkste Schwertkämpfer zu werden für Zorro, also gar nicht so ein krasser Erfolg und gar nicht so krass, als würde er wirklich den stärksten Schwertkämpfer. Deswegen, das macht vorne und hinten keinen Sinn, dass er so stirbt. Deswegen, also meiner Meinung nach mit der Color Page, es kann auch totaler Blödsinn sein, aber es kann einfach auch sein, dass wir da das Grab von Ryuma sehen, weil es auch passen würde, so, dass Zoro da nochmal sich aufmacht und so, weil es, man kann das Ganze auch deuten auf Ryuma und so, weil er auch damals wahrscheinlich vor einigen 100 Jahren und so der beste Schwertkämpfer war und so. Also es gibt da ein paar Sachen, die man so deuten kann, wie man gerade lustig ist. Man kann es ja auch. Ich weiß nicht, das mit Mihawk ist irgendwie nicht so geil. Was ich auch schon mal, da habe ich aber mit irgendjemandem mal drüber gesprochen, wenn man es quasi anders interpretiert, weil ja jetzt Perona ist ja, weil sie das mit Gecko Moria erfahren hat, ist ja da auf dem Weg. Da gibt es eine Interpretation, die an sich auch cool ist, wenn sie da hinkommt und Mihawk Perona schon, also dass Perona Mihawk schon so ans Herz gewachsen ist, dass er sich doch zu viel Sorgen macht, ihr quasi hinterhergeht, so, und dann bringt Mihawk in Kapitel 944 den Tod zu jemandem, weißt du? Dass man dann, dass Mihawk dann quasi irgendjemand von der Blackbeard-Piratenbande vielleicht sogar tötet, so, weißt du? Das wäre mal geil. Das wäre halt richtig krass, so ein richtiger Beweis der Stärke und er tötet ihn einfach und das würde dann nicht, dass Mihawk stirbt, sondern dass Mihawk den Tod bringt in Kapitel 944, ja. So. Weil dieses vermeintliche, oh, die Antagonisten, die sind krass, die werden immer krasser noch bis zum Ende, bis zum großen finalen Kampf, von jeder Strohhut kriegt seinen eigenen und so. Das ist ja an der Hand abzuzählen, das war, also das ist so vorausschaubar. Und wenn dann mal sowas passiert, also dass wirklich mal einer der Antagonist-Crew, so, dass da mal einer stirbt, so bevor im letzten Aufeinandertreffen oder so, das wäre geil. So, dass er Perona und vielleicht sogar Moria rettet und dass die dann vielleicht sogar bei Mihawk da auf der Insel dann auch, dass Moria da, ich weiß es nicht, weil das würde auch einfach passen, dass Moria dann auch da lebt oder so. Weil deswegen ist Moria ist dem Tod eigentlich auch geweiht, um mal kurz abzuschweifen, weil Moria hat diese krasse Frucht. Mhm. Er wurde schon aufgeschlüsselt von Shiryu. Er wurde dann gefragt von Blackbeard, ob er sich ihm anschließen will in der Crew. Und ganz ehrlich, ihm bleibt ja nichts übrig. Er kann ja nur Ja sagen. Ja. Wenn er Nein sagt, wird er getötet und wird die Frucht genommen. Also, er ist gefangen bei Blackbeard. Wenn er abhaut und so, kann er nicht, wird er getötet. Deswegen,
Ja, wir wissen ja auch, wie ängstlich er ist, weil er ja, ich meine, als Kaido seine ganze Crew da durchgelassen hat von Gecko Moria, ist er einfach so nicht mehr in die neue Welt gegangen, so, weißt du? Das, so, da sieht man ja eigentlich, wie er so mit sowas umgeht. Und deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt in der Situation sagt, nee, nee, da sterbe ich lieber ehrenhaft, so, weißt du, dass ich mich jetzt dir anschließe. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber gut, na, ist er dann halt, also man kann es auch nicht zu 100% predikten. Aber ich würde mal sagen, kommen wir zurück zu Mihawk. Und geh mal zu den ersten richtigen Auftritt, den wir von Mihawk hatten. Also der erste richtig, richtig Auftritt. Und zwar das Aufeinandertreffen auf der Barité von Zoro und Mihawk. Denn das ist eigentlich schon geil, finde ich. So, weißt du, so ganz am Anfang von One Piece, wo alle noch so am Anfang stehen, trifft Zoro einfach schon auf den stärksten Schwertkämpfer der Welt und denkt sich, ja, den nehme ich. So. Ja, das ist krass. Ja, genau. Und kämpft dann gegen Mihawk. Und es gibt einfach, hier finde ich schon extrem wichtige Ereignisse, weil ja allein der erste Satz quasi, der erste Satz, beziehungsweise der prägende Satz von Mihawk ist ja, du hast einen eisernen Willen, wenn du den behältst, besiegst du mich. Vielleicht quasi da, das komm, mach weiter, wirf dein Leben nicht weg, weil Zoro hat ja logischerweise verloren. Und nach seiner Verletzung hat er gesagt, Junge, wirf dein Leben nicht weg, du hast Potenzial. Er hat einfach das Potenzial damals schon in Zoro gesehen. Aber hier, finde ich, hat man schon einfach diese, hier hat man einfach gemerkt, wie weit die Strohhüte von der Geschichte entfernt sind vom Stärkelevel her, weil ganz am Anfang hat ja Mihawk nur diesen kleinen Zahnstocher mäßig benutzt, der in sein Kreuz ist, und hat damit Zoro komplett gedemütigt. Und deswegen, finde ich, ist das ein ganz gutes Beispiel dafür, um schon ganz früh in der Story zu zeigen, okay, die Strohhüte brechen jetzt auf, aber das ist bei weitem nicht das Niveau, was sie haben werden, wenn die Story weit fortgeschritten ist. Das finde ich sehr, sehr gut verpackt. Es war so geil, auch dass er mit dem kleinen Dolch so richtig gedemütigt hat. Genau, und so. Also es war einfach, es hat einfach die komplette Dominanz gezeigt, und das hat einen auch als Anime-Zuschauer, war ich ja damals, hat mir einfach gezeigt, okay, die Welt ist größer, es gibt noch krassere Charaktere in dieser Welt. Es ist nicht so diese typische, eine Truppe Protagonisten zieht durchs Land und wächst über sich hinaus und jeder Gegner, der auf sie trifft, ist innerhalb von 2-3 Folgen besiegbar oder, weißt du, es wird nicht immer ein Power-Up aus dem Arsch gezogen, so, weil die Welt, also er kann, also das sind Welten, das liegen absolut die krassesten Welten überhaupt zwischen Mihawk und Zoro, und deswegen auch, dass er später bei ihm trainiert hat, ist natürlich, das ist das Krasseste, was es gibt. Auch gerade nach der Niederlage gegen Falkenauge hat Zoro sich ja geschworen, das war das erste Mal, dass er geweint hat, oder? Wann hat er noch geweint? Ich glaube, das erste und einzige Mal, dass er geweint hat, so. Also außer jetzt natürlich in seiner Vergangenheit, also wo er kleines Kind war, aber oder hat er noch mal geweint? Er hat ja nicht mal geweint bei Dings oder bei der Flying Lamp, oder ich weiß es nicht, ich habe seinen Gesichtsausdruck gesehen. Nee, er hat nicht geweint, glaube ich. Er hat auf jeden Fall nie wieder so richtig Schwäche gezeigt, und da hat er, lag auf dem Boden, hat geflammt und hat gesagt, dass er Ruffy verspricht, dass er nie wieder verliert. Das hat er wirklich sozusagen Ruffy versprochen. Mhm. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, von Timeskip hat er nicht dann wieder gebrochen, das versprochen. Hat er nicht bei Sabotage Pill und so gegen Kuma und so, da wurde er dann wegteleportiert und so, hat er gegen Kizaru eigentlich verloren, aber es war halt kein richtiger Kampf, er war halt nicht besiegt, so, aber wie gesagt, also es war das Versprechen und krasser Auftritt von Mihawk, und auch, dass er da schon so aussah und dass alle Todesrespekt hatten, dass er da auch das Schiff gespalten hat, das Ultraschiff, geil, und dass das auch wirklich nach dem Timeskip der Auftritt war von Zoro. Der erste Auftritt, er spaltet ein Schiff so, um zu zeigen, okay, fucking Zoro ist jetzt so stark wie Mihawk damals. So. Also ich weiß nicht, ob das so jetzt so gleichzusetzen ist oder war, aber es war halt 1:1 eine Referenz von damals. Mihawks erster Auftritt, Schiff gespalten. Zoros erster Auftritt nach dem Timeskip, Schiff gespalten. So, und das war einfach eine geile Referenz, an die Oda gedacht hat. Ob uns das jetzt sagen soll, er ist so stark wie Mihawk zu dem Zeitpunkt, glaube ich nicht, weil damals zu dem Zeitpunkt, wo Mihawk und Zoro gekämpft haben, bis zu dem Zeitpunkt, da sind ja nur ein paar Monate vergangen. So, und ich glaube nicht, dass Mihawk in den paar Monaten so auf dem, ja, ist ja schon ein bisschen älter und hat schon viel erlebt, hat schon mit Shanks gekämpft und alles, dass er jetzt in den letzten Monaten nochmal so einen Fortschritt gemacht hat, dass er jetzt viel stärker ist. Deswegen, ich glaube, dass Zoro auf keinen Fall jetzt nach dem Timeskip an Mihawk schon rankommt. Das glaube ich auch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auf jeden Fall vieles, wir haben auch gesehen, dass er Haki-technisch was gelernt hat von ihm und so. Und auch zum Beispiel das Goken, was er auf Fujitora abgefeuert hat. Also so, dass er auch wirklich fernangriffmäßig mit seinem Schwert schon schießen kann. So, wir haben auch von Oda gehört, dass Rüstungshaki-technisch Zoro derjenige ist, der sich darauf spezialisiert. Und wir haben auch neuerdings erfahren, und jetzt können wir das fast langsam mal öffnen,
mit den, ja, mit der, mit Goken und der schwarzen Klinge und sonstiges, was ja auch immer noch alles ein bisschen mysteriös ist, aber Zorro kann auf jeden Fall jetzt auch schon diese, ich sag mal, diese Laserbeams abschießen. Das hat Fujitori auch hoch anerkannt, also angerechnet, als er auf ihn das geschossen hat, weil das eine Schwertkampftechnik ist, die nicht jeder beherrscht und so, das hat er auch so erwähnt, also irgendwie so meinte Fujitora das. Und wir haben ja auch bei Mihawk gesehen, dass er bei Marineford da auch einfach mit seinen grünen Blitzen da, und was wahrscheinlich auch Goken war, also diese Haki-Art des Schießens oder des Fernangriffs, Rüstungshakis oder so, dass es das auch war. So. Das ist, also er hat schon vieles gelernt, technisches und so, auch jetzt, natürlich hat er auch selber viel gelernt, so wie dieses, wie sagt man, Spalten ohne zu schneiden. Ja, genau, das ist ja auch, ne? So dieser, diese Szene, auf die man eigentlich nie Wert gelegt hat, aber wo Buggy die Kugel, die eigentlich bei einer Berührung explodiert, ja, ja. Auf Mihawk geschossen hat, hat er die mit der schärfsten Klinge der Welt, hat er diese Kugel einfach wieder zurückgeschnippt, so weißt du. Und das ist ja quasi dieser Teaser darauf gewesen, wo man sich damals einfach gedacht hat, komm, so ist nicht so ein wichtiges Detail, aber ja, das ist es so. Also es, einfach geil. Es zeigt einfach, dass Mihawk einfach jede Technik, die in den Bereich Schwertkampf geht, einfach komplett zu 10 von 10 beherrscht. So. Und das ist. Hat das damals einfach schon krass untermalt. Und klar, diese Gurkentechnik und so ist ja das neue Ding in One Piece. So, und es zeigt einfach, dass Mihawk da auch voll auf der Höhe ist. Und es wird definitiv auch an Zorro komplett vermittelt worden sein. Die Frage ist halt, inwiefern Zorro das nach und nach halt auch umsetzen muss. Weil auch hier wird Mihawk ihn wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt haben, wie Rayleigh auch zu Ruffy gesagt hat. Und zwar wenn du auf stärkere Gegner triffst, dann wächst du an diesen Gegnern und die fördern quasi dein Haki und du wirst dich halt auf deiner Reise dann noch weiterentwickeln und dein Training ist quasi noch nicht komplett zu Ende. Und ich denke, das wird Mihawk ihnen genauso gesagt haben, wie auch ein Ruffy das gesagt hat. Ja, safe. Also, ja, es gab halt noch nach dem Treffen von Zorro und Mihawk, um ein bisschen weiterzumachen, halt noch ja, das Treffen zwischen Shanks und Mihawk, wo ihnen den Steckbrief gezeigt hat, den ersten von Ruffy. Und da war zuerst, natürlich war die Situation erstmal ein bisschen angeheitert, beziehungsweise angespannt, weil ja, die dachten, fucking Mihawk kommt und so, die haben alle Respekt und so vor dem, weil die haben natürlich damals gekämpft, das ist bekannt. Aber Mihawk sagt auch selber, dass er nicht mit einem einarmigen Krüppel kämpft. Und das ist krass so, weil wir haben in der Vivre Card, jetzt 2019 kam die raus zu ihm, haben wir erfahren, dass er, wie gesagt, immer damals schon den krassere Herausforderung, einen krasseren Gegner gesucht hat, den krasseren Push, um wieder stärker über sich hinauszuwachsen, weil neuerdings haben wir auch erfahren von Rayleigh in dem Kampf für Katakuri, dass man als starker Haki-Nutzer nur an anderen starken Haki-Nutzern stärker werden kann. Ja. Und wahrscheinlich war das auch das Prinzip, was Mihawk anwenden wollte. Er wollte einfach gegen krasse Haki-Nutzer kämpfen, um überhaupt noch stärker zu werden. Weil Training und so bringt dann ja auch nichts mehr. Haben wir auch erfahren von Rayleigh. Und deswegen hat er gesagt, er will nicht mit einem armigen Krüppel kämpfen, sozusagen, weil es wäre für ihn in seinen Augen nicht mehr eine Herausforderung oder sonst. Wir wissen aber auch von Oda, dass das stärketechnisch von Shanks keine Einbuße hatte. Aber ja, war auf jeden Fall cool, dass er da kommt und dass man auch gesehen hat, okay, die beiden kennen sich, und da haben wir das erste Mal gesehen, dass die überhaupt kennen. Da wussten wir noch nicht mal, dass die damals gekämpft haben. Man konnte das Ganze nur vermuten, weil, wie gesagt, am Anfang die Crewmitglieder von Shanks erstmal ein bisschen Panik gemacht haben und schweißgebadeter Shanks die Nachricht war man ja auch als Zuschauer, weißt du, da kommt einfach Mihawk auf so eine Insel und dann hat man ja bewusst erstmal alle Charaktere so schwarz verschleiert, bis man dann so Shanks gesehen hat und dann dachte man so, oh scheiße, was passiert hier? So, weißt du, so, man dachte sich so wirklich, was passiert hier? Und dann, War ja auch quasi dieser Joke so mäßig, dass dann ja auch Shanks so gesagt hat, ah, dann kann ich dich jetzt nicht einfach gehen lassen. So, man dachte so, oh scheiße, ja, ja. Das wird der legendärste Kampf ever, so. Und dann auf einmal so, denn wir müssen das feiern. Und dann haben die ja getrunken. Auch hier sieht man halt wieder, dass Mihawk relativ gefühlskalt ist. Er kann mit seinen Worten viel, also ich möchte nicht sagen, dass der Charakter keine Tiefe hat, weil die paar Worte, die wir von ihm haben, sind alle so impactful. Diese ganzen Zitate von ihm haben so viel mit Zorro und mit anderen Charakteren gemacht, aber was so sowohl auf der einen Seite Freude oder Feiern ausgeht, hat man da besonders gesehen, hat er überhaupt nicht drauf, und auch Trauer hat er so überhaupt nicht drauf, so deswegen, ja, da hat man halt so ein bisschen... Einfach keine Emotion. Genau. Einfach, ey, wirklich. Ich kann mir auch vorstellen, dass der wirklich auch charaktertechnisch vielleicht, wenn er nochmal tiefer in ihn rein, gegangen wird von Oda, dass er vielleicht was hinterstecken kann, mit seinen Falkenaugen, dämonisch, vielleicht, dass er wirklich angeboren irgendwie ein Dämon hat, irgend so ein Schwachsinn, also was Übernatürliches, weil die Augen so, die sind nicht normal.
und dass er eventuell durch diesen dämonischen Anteil in ihm oder so gar keine Gefühle mehr so fühlen kann. Oder irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Das war jetzt ein bisschen frei interpretiert, aber sowas in der Art kann ich mir vorstellen, warum er sonst so gefühlskalt ist. So, das Ding ist, er hat es ja trotzdem in der Hand, diesen Krug da, und säuft, aber ich weiß nicht, so halt keine Gefühle so. Ja. Aber es ist trotzdem, ich weiß nicht. Ich finde, also jetzt mal so rein subjektiv, wie findest du Mihawk so? Also du meinst jetzt charakterlich oder? Wäre er in deiner Top 10 von One Piece Charakteren? Ja, ich würde sagen schon. Ja, bei mir auch. Also, weil bei Mihawk, also klar, auf der einen Seite, jeder, der was anderes behauptet, aber Stärke flasht natürlich in jedem schonenden Werk so. Aber für mich ist einfach alles, für mich ist das Design von Mihawk sehr, sehr geil, weil ich finde, bei One Piece Charakteren kann man sich oft am Design streiten, gerade so Big Mom, Queen und so. Das sind so Charaktere, die haben so ein Design, wo man sich so sagt, ah, das passt irgendwie nicht ganz, aber Mihawk hat so dieses ganz cleane Design, so, weißt du, das ist ein stämmiger Typ, so, hört sich jetzt doof an, aber das ist ein stämmiger Typ, der hat einen Badass-Auftritt, der hat ein Schwert, das heißt Black Sword, so, und hat den Titel als heftigster Schwertkämpfer. Das ist einer der sieben Samurai, der aber keine Crew hat, so mäßig. Das heißt, alle sind ja krass, so Doflamingo, Connections, Waffenhandel auf der ganzen Welt, die Zügel zu Kaido, eine riesige Armee hinter sich. Und das haben ja auch andere, so Piratenkaiserin, eine ganze Insel gehorcht, der und so weiter und so fort. Also alle Samurai hatten so irgendeine Stellung, auch Jinbei, Fischmenschen und so weiter. Das kann man bei jedem machen irgendwo. Und Mihawk ist einfach Mihawk, so weißt du, und er ist trotzdem in der Position. Deswegen, da passt einfach alles. Also ich finde auch, der Trainingspart im Timeskip, der mich am meisten interessiert hat, ist nicht mal Ruffy Rady, obwohl es natürlich auch übelst krass ist, dass der stellvertretende Captain der Gold Roger Bande ist einfach so Rady und der hat Ruffy trainiert. Hammergeil, aber ich finde Zoro und Mihawk ist einfach die geilste Kombo überhaupt. Also ich feiere den Charakter auf jeden Fall. Finde ich auch. Auch das ist das Krasse, also das ist wirklich das Heftigste. Natürlich bei der rechten Hand von Gold Roger zu trainieren, das ist, Leute, das ist klar. Aber da haben wir jetzt auch schon viel gesehen, so, da wissen wir jetzt auch schon, was Sache ist und so. Da haben wir jetzt echt schon viele Einblicke bekommen und da will ich auch gar nicht mehr so viel haben. Nicht immer jetzt irgendwie plotmäßig so ein S-Pull aus dem Arsch ziehen irgendwie. Ja, okay, da gab es doch den einen Flashback, da hat er noch das erklärt. So, wenn das jetzt immer wieder kommt, das würde ich auch nicht so gut finden. Aber bei Zorro haben wir halt fast gar nichts gesehen. Dressrosa mal kurz so einen Haki-Einblick bekommen und so, dass er ihn überhaupt auch so, dass Mihawk wirklich auch zu Zorro gegangen ist und ihm wirklich auch so verbal geholfen hat und was erklärt hat und so. Das finde ich voll interessant, weil Mihawk halt, man kann sich das schwer vorstellen, so, dass Mihawk so ein Typ ist, dass er ihm da wirklich auch hilft und so. Ja, deswegen, ich finde das Training auch mit am interessantesten, würde ich sagen. Natürlich Sanji, Transinsel, Vitalrezepte und so, das ist natürlich nicht alles das Gelbe vom Ei. Das männlichste Training überhaupt, Zorro hat auch irgendwie sein Augenlicht, das ist natürlich das größte Mysterium überhaupt. So einer der Protagonisten kam mit einem Auge weniger so einfach wieder. Und was ist da passiert? So, war das eine Technik? Was wurde da erklärt? Da will ich auf jeden Fall noch einen Einblick haben. Und auch, was musste Zorro dadurch leben? Also wie hart war das Training? Weil Rüstungshaki, Schwertkampf und so, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack als so ein Allround-Haki-Teufelsbruch-Training, was Ruffy da hatte. Ich glaube, das war richtig brutal. Also Zorro ist da, glaube ich, wirklich durch die Höllen gegangen. Und deswegen, da wünsche ich mir wirklich jetzt auch im Wano Kuni-Arc noch, wenn Zorro da mal wirklich auch einen Gegner hat, wo er an seine Grenzen stößt, also mal richtig an die Grenzen, nicht so jetzt Schulterverletzungen, fällt in Ohnmacht, so mal richtigen Kampf, weißt du? Ja. Dass wir da mal wirklich auch so, dass er so denkt, was hatte Mihawk mir noch erklärt? Und dann erfahren wir das so. Das wünsche ich mir. Das wär richtig geil. Dieser typische Shonen-Flashback, so wenn Zorro einen harten Kampf hat und so ganz kurz im Kampf eine Stelle existiert, wo er unterliegt, wo er einfach ein bisschen schwächer ist, und das hatten wir nach dem Timeskip nicht. Und dann einfach so eine Stelle kommt, wo dann einfach, das ist dieses typische Shonen-Ding, aber es funktioniert immer, wenn der Charakter sagt, du magst jetzt gerade die Oberhand haben, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich schon mal erlebt habe. Und dann so ein kurzer Flashback an Mihawk so, und er weiß, das, was du mir gerade zeigst, ist trotzdem noch nichts im Vergleich zu dem, was ich schon durchgemacht habe. Und dann erinnert er sich an Mihawk so, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass Zorro dann irgendwann in der Position war, um jetzt mal kurz ein paar Etappen zu überspringen und kurz auf das Training zu sprechen zu kommen,
Mihawk wollte ja ihn erst gar nicht trainieren, hat ja gesagt, es ist armselig, dass du hier bist, es ist armselig, dass du vor mir kniest. Und Zoro hat ja dann ganz verzweifelt einfach nur noch gesagt, so, um das, was ich will, zu verwirklichen, so, ich muss das jetzt machen bei dir, so. Und Mihawk hat das ja dann schon irgendwann respektiert. Und ich glaube auch, Zoro ist so von der Position so einer, der dann einfach so, einfach auch gut zu einem Mihawk sagen kann, ich möchte jetzt als Training gegen dich kämpfen. Und ich möchte nicht, dass du dich zurückhältst. Und ich glaube, dann kann es zum Beispiel auch gut zustande kommen, dass Mihawk ihn vielleicht auch einfach sein Augenlicht auf der einen Seite genommen hat, weißt du? So mäßig so, ja gut, dann halte ich mich nicht zurück, aber dann beschwer dich nicht, wenn du verletzt wirst. Und wenn dann das Auge nur eine Trainingsverletzung wäre, fände ich das gar nicht so mega schlimm. Klar, alle wollen eine Fähigkeit, verstehe ich, gehe ich auch mit, würde ich auch übelst hypen. Aber wenn die Trainingsverletzung dann halt wirklich aus so einem Aspekt heraus, dass Mihawk sagt, okay, dann halte ich mich nicht zurück, aber dann beschwer dich nicht, so, und dann Zoro, nee, werde ich nicht, und so 10 Sekunden später liegt er schon auf dem Boden, Augenlicht verloren auf der einen Seite, so, weißt du, so komplett geschäftet, und dann so, ja, jetzt liegt es an dir, dass du dich weiterentwickelst, so, das wäre eine Hammerbotschaft auf jeden Fall. Und das so nach dem 2-Jahres-Training, so, das wäre das Ding nämlich, so nach dem 2-Jahres-Training, okay, ich habe jetzt 2 Jahre trainiert, du hast mir Techniken beigebracht, so, ich bin komplett ausgerastet, an meine Grenze gekommen, jetzt will ich in den Kampf und du darfst dich nicht zurück, und dann Augenlicht, boom, so, das wäre krass. Ja. Direkt, also das würde ich richtig feiern, so, da wäre ich auch zufrieden, so, aber da wünsche ich mir aber mal eine Erklärung, so, nicht jetzt einfach so, also das muss aber sein, Fall, langsam, so, also deswegen, das ist, gerade immer nicht, äußerliche Veränderungen müssen immer erklärt werden, weil sonst sackt das. Ja. Auf jeden Fall. Ist echt wichtig, so, lass uns noch mal ein bisschen über den Samurai-Titel, er ist ja wirklich der Samurai, ist er der älteste Samurai, er ist der Samurai, der wirklich von Anfang bis Ende immer noch den Posten hält, so, selbst Doflamingo ist ja fake-mäßig abgetreten, ist jetzt auch kein 7-Samurai mehr, Kuma ist, kann man ja auch nicht mehr dazu zählen, so Blackbeard und so. Also er ist wirklich der Samurai, der vom Anfang bis immer noch jetzt am längsten den Amt eines Samurais hat. Man könnte die natürlich, was ja auch gerade in der Marine so immer noch als Kritikpunkt zurzeit angeprangert wird, dass die nun mal, ja, es sind ja einfach korrupte Piraten eigentlich. Es sind Kriminelle, die korrupt bestechlich für die Marine arbeiten. Das ist ja einfach Korruption. So, es ist natürlich nicht eigentlich richtig und nicht gerecht, und es hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Es macht natürlich Sinn für die Marine, natürlich, es macht einfach Sinn, so einfach drauf zu scheißen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber die haben einfach mehr Streitmacht und das sind einfach so starke Leute, auf die sie nicht verzichten können, und Mihawk ist halt einer davon, der eigentlich auch immer, eigentlich nimmt er auch immer seine Pflichten wahr, der war Marineford da, war bei den Treffen immer da und so. Also aber bei den Treffen meinte er ja auch, also dann bei den Treffen kam es ja zu der Situation, dass er gesagt hat, ja, ich bin nur hier, weil die Bande, also, weil er meinte, es ging ja darum, dass man ein neues Samurai-Mitglied findet, aber er kam nur und meinte so, ja, mich interessiert nur die Strohbande, der Rest ist mir eigentlich Wumpe. So, und es gab ja auch diese Konversation zwischen Doflamingo und Sengoku, wo man auch hier wieder sieht, wie weit die 7 Samurai gehen können, weil er dann auch einfach zu Sengoku so meinte so, ob ich nicht doch am falschen Platz bin, was so voll die Anzweiflung der Position ist. Und auch hier, der Fokus ist ja, die Marine möchte, mit den 7 Samurai d'accord gehen, um halt einfach, natürlich sind die Persönlichkeiten alle stark und natürlich ist das ein wichtiger Faktor, aber der wichtigste Faktor ist einfach, dass die Parteien zu gefährlich sind, so ein Doflamingo mit ganz Dressrosa und allen Anhängern, die dazugehören, und auch die Piratenkaiserin mit den ganzen Anhängern, die dazugehören, das ist extrem gefährlich, wenn die alle gegen die Marine werden, und deswegen nimmt man natürlich die oberste Position aus dem Gebiet und sagt, okay, dich machen wir zum 7 Samurai, und hier unterscheidet sich einfach Mihawk, weil der ist einfach alleine so, weißt du, der alleine ist so gefährlich wie, also man muss sich das, wenn man alle so ungefähr gleichstellt, dann muss man sich vorstellen, ein Doflamingo, der die Zügel zu Kaido hält, der Waffen in die ganze Welt, in jeden Blue, in die neue Welt und in auf der Grand Line einfach verbreitet, und die Marine wusste das ja, weil er hat ja dann auch gesagt, so, ja, die Geschäfte laufen richtig gut und so, und hat das ja zu Sengoku einfach offen kommuniziert und so. Das heißt, jemand, der wirklich die Fäden überall drin hatte, ist genauso gefährlich wie Mihawk alleine, der auf seiner Insel chillt und nichts tut, so, weißt du? Das ist halt einfach so ein ganz klares Statement, und deswegen, finde ich, hat Mihawk so mit den heftigsten Impact von den 7 Samurai, weil er ist unantastbar so in der Position mäßig. Die 7 Samurai dürfen ja auch weiterhin immer noch kriminell sein. Ja. Ja, das ist echt krass. Also es ist ja echt heftig, so, dass die Marine das zulässt. So. Aber okay, so ein Mihawk ist schon, also jetzt mal um versuchen, mal irgendwie Power-Level oder so. Aber meiner Meinung nach ist er auf Kaiser-Level. Das kann man wirklich so jetzt mal raushauen. Also der ist auf einem Level von einem Kaiser. Ich würde sagen, er kann mit dem Kaiser mithalten. Er hat ja, wie gesagt, mit Shanks gekämpft und so.
Und großartige, ja, große Verletzungen hat er nicht davon getragen. Natürlich Shanks jetzt auch nicht so, wie es aussieht. Also hat er gesagt, er hat unzählige Schlachten und so geschlagen. Und die einzige Narbe ist halt die von Blackbeard, die im Schmerz. Deswegen, die waren wahrscheinlich ziemlich ausgeglichen. Aber das Ziel von Mihawk ist es halt auch das gleiche wie von Zorro, der stärkste Schwertkämpfer, glaube ich. Weil er wollte damals in der Vivilkartstätte, er wollte immer einen stärkeren finden, immer wieder. Und so kommt er am Ende natürlich irgendwann an der Spitze an. So, sein Ziel ist es, der Stärkste zu werden. So. Auch wahrscheinlich das, der Grund. Das zeigt mir schon. Ich finde, das ist auch so ein bisschen der Grund. Er möchte nicht mehr gegen Shanks kämpfen. Und Shanks ist ja irgendwo auch ein Schwertkämpfer. Und das ist ja wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Punkte fürs Training, weil er weiß, also Mihawk, der war überall auch in der neuen Welt, der hat überall mal reingeschnuppert, wo ein krasser Schwertkämpfer sein könnte, also der wird nichts unversucht gelassen haben, und ich glaube einfach, dass Mihawk hat einfach so diesen Punkt erreicht, wo er weiß, okay, ich bin an diesem Punkt angekommen, wo mich keiner mehr besiegen kann, und das ist halt dieses typische, der Schüler übertrifft den Meister, dass er dann halt sagt, okay, wenn es keinen Gegner gibt, der von alleine aus stärker ist als ich, dann mache ich mir einfach selbst ein, so, weißt du, so, und das wird vielleicht auch so für ihn so der eigene Ansporn gewesen sein, zu sagen, okay, wenn es keinen gibt, der mich ankratzen kann, dann trainiere ich einfach einen, damit er schafft, so, und das, Stell mal vor, er hat einfach keine Gefühle mehr, weil er einfach so doll an der Spitze ist, was Stärke angeht, dass er einfach alles ist langweilig, alles hat keinen Impact auf ihn. So Saitama-mäßig, weißt du? Ja, so Saitama ist einfach der One-Punch-Man, der ihn und dann. Genau, genau daran dachte ich eben auch, als ich gesagt habe mit Zorro, dass er im Training sagt, halte ich nicht zurück. So, da dachte ich auch an diese Szene, wo Saitama dann auch so kurz seine Kraft gezeigt hat und dann dieser Tod so auf Genos zukam. Ist halt dasselbe Beispiel, deswegen, man kann es genauso übertragen. Stell mal vor, am Ende, wenn er dann gegen Zorro antritt und Zorro ihn ebenbürtig ist, dass er dann das erste Mal von einem Mihawk sehen, dass er so richtig lächelt und aus sich herauskommt und richtig wieder sich freut und so, weil er einfach einen ebenbürtigen Gegner hat und dann auch mal wieder Adrenalin spürt und so etwas in ihm spürt, weil er einfach bis jetzt alles one-hittet so mäßig. Also wir sehen auch gerade bei Zorro, dass der alles one-hittet und so, und ich glaube, bei Mihawk ist das noch krasser, so, das kann ja niemand mithalten, so. Auch wenn man sagen könnte, okay, Vista, war das eng oder nicht? Also meiner Meinung nach war das Quatsch. Genau, also, ich finde, hat er nicht ernst gemacht. Wir können jetzt mal aufs Marineford eingehen, weil das ist so mit vor allen Dingen, wir haben ja auch eben schon über das Training und so gesprochen, das ist so der größte Aspekt, den wir jetzt noch behandeln, kurz. Und zwar auf Marineford, wichtige Szene für mich, ist die Auseinandersetzung mit Ruffy. Er sagt zwar, es tut mir leid, Roter, weil er natürlich weiß, wie wichtig Ruffy für Shanks ist, aber er sagte dann auch, ich werde mich bei dieser Kraft nicht zurückhalten können, also Schicksal, auch wieder der Bezug, weil er ja auch ein Kreuz umhängen hat und sowas, deswegen das schon. Und dann sagt er ja auch, wird das Leben des Wunderknaben hier ändern. Wir wissen, dass sehr viele Leute sich dazwischen gestellt haben, nicht nur Vista, sondern auch ein Jinbei und so weiter und so fort, haben sich in den Kampf eingemischt, um Ruffy zu retten. Und wir wissen auch, dass der einzige aggressive Schlag von Ruffy abgebrochen wurde. Das war ja diese krasse Stelle, wo er eine Gum-Gum-Bazooka auf Mihawk machen würde und die dann in den Boden geschlagen hat, weil er einfach schon mental gemerkt hat, wenn ich jetzt versuche, Mihawk anzugreifen, verliere ich beide Hände. Das war ja dann diese Stelle, wo man gesehen hat, dass er die Hände verliert. Und das war so die einzig aggressive Handlung von Ruffy, und da hat man halt auch wieder diesen krassen Unterschied zwischen Mihawk und den Strohhüten an sich gemerkt. Der Kampf gegen Vista ist der stärkste Schwertkämpfer der Whitebeard-Piratenbande, und die Whitebeard-Piratenbande ist die stärkste Piratenbande mal eine ganze Zeit lang gewesen, deswegen, die ist nicht, also das ist eine extrem krasse Stärke-Referenz, weil da sind ja auch tausende von Leute und da sind halt auch viele Schwertkämpfer, und Vista hat mitgehalten, Mihawk hat den Kampf beendet und gesagt, wir belassen es erstmal bei einem Unentschieden, aber auch hier muss man sagen, er hat den Kampf beendet und es für ein Unentschieden belassen, aber auch einfach, weil er der Situation dann, also die Situation war für ihn zu Ende. Er war null am Schwitzen, nicht verletzt, gar nichts. So, der hätte locker weiterkämpfen können und er hätte vom Gefühl her auch definitiv gegen Vista gewonnen, aber in dem Moment bestand einfach kein Interesse mehr für ihn, und ich finde, das war auch einfach so ein bisschen der Respekt für Vista, weil Vista hat ja auch gesagt, für jeden Schwertkämpfer ist es ein Traum, mit ihnen die Klinge zu kreuzen, und ich glaube, er hat ihnen einfach den Respekt gezollt, kurz mit ihnen Schlagabtausch zu haben. Und nachdem das quasi abgeschlossen war, hat er gesagt, okay, that's enough, so, und hat sich dann aus der Situation zurückgezogen. Ja, weil das Ding ist, guck mal, wenn er immer den Stärkeren sucht, immer die krasse Herausforderung und so, und dann bei, genau, wenn Vista genau, sagt, belassen wir es bei einem Unentschieden, dann ist er sich schon bewusst, dass er den einfach zerstören würde. Ja, genau. Weißt du? Aber er ist halt, meiner Meinung nach, ist er zwar einer der sieben Samurai und so, er macht doch das, was er machen soll, aber
ich glaube, er hätte auch Ruffy da zerschnibbeln können, hätte er es wirklich richtig versucht. Wie gesagt, so, man darf ja auch nicht vergessen, Sir Crocodile, Jinbei jetzt habe ich den Namen vergessen, lol, Sir Crocodile, Jinbei. Ivankov, eigentlich haben alle haben mal versucht, Buggy auch und so. Eigentlich haben 10 Leute da sich kurz immer wieder eingemischt, um Ruffy ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und ja, deswegen, man ist hat. Ist nicht so, aber Boa Hancock mit ihnen noch irgendwie aneinander gerasselt oder so? Ja, ich weiß nicht ganz. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe auch eben schon einen anderen Namen noch genannt, den ich jetzt einfach gerade nicht mehr im Kopf habe. Aber die Zuschauer haben es ja gerade vor einer Minute erst gehört. Deswegen, also es gab halt einfach zu viele glückliche Aspekte und es war einfach nur eine kurze Demonstration. Ruffy ist ja dann schlussendlich nur noch ausgewichen, hat sich nur noch aufs Ausweichen konzentriert, wo er dann zum Beispiel auch diese vereiste Tsunami-Welle zerschnitten hat mit einem Schwerthieb. Und generell muss man sagen, Mihawk hatte eigentlich nie ein großes Interesse, da wirklich Impact zu haben, weil auch zum Beispiel als Joso den Schlag von ihnen abgewehrt hat, den Schlag, der Richtung Whitebeard ging, hat Joso das abgewehrt und Mihawk hat nicht irgendwie diesen typischen Move gemacht, so okay, dann schlage ich jetzt nochmal härter, mal gucken, ob er das auch abwehren kann, sondern er hat einfach seine Klinge weggesteckt und gesagt, ja, passt so, weißt du? Also ja. Von daher, er ist auch da nicht wieder der Ansporn gewesen, so mäßig, okay, er konnte den Schlag abwehren, da muss ich was anderes versuchen, sondern einfach so, ja, passt schon so. Und die Klinge wieder weggesteckt. Ja, deswegen. Ey, bei mir, ich bin auch ganz ehrlich, damals war ich erstmal nicht so begeistert, was Mihawk da gezeigt hat, obwohl das ja eigentlich ziemlich krass ist, ne? Also diese grünen Blitze und so schießen ist heftig, aber man kann die ja leicht ausweichen. So. Also das sind ja einfach so Fernangriffe, die er einfach geschossen hat. So, ich glaube einfach, wenn er richtig ernst macht, der ist auch extrem schnell. Ich glaube, der kann extrem schnell sein. Und das ist meiner Meinung nach dann auch krass. So, bis jetzt erstand er wirklich nur mit zwei Beinen die ganze Zeit, hat aufgeladen und Schuss. So, weißt du, also es war meiner Meinung nach nicht so spektakulär, was wir gesehen haben bis jetzt so von ihm. Da fand ich das kleine Aufeinandertreffen mit Vista schon irgendwie geiler, weil das war so schnell, so zack, 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 weißt du? Sowas finde ich geiler. Aber natürlich die Fähigkeit zu besitzen, so Goken-mäßig einfach den Blitzer abzuschießen, ist einfach richtig, richtig krass so. Total, definitiv. Ja, Marineford kann man nicht so sagen, wie gesagt, ist auf jeden Charakter mal kurz getroffen, aber kein einziger davon, weder Jinbei, noch Ivankov, noch Crocodile, noch sonst irgendjemand, hat auch nur annähernd den Zuschauer oder sonst wen das Gefühl gegeben, dass man denkt, okay, das könnte knapp werden für Mihawk. Gab's nicht einmal, deswegen da auf jeden Fall eine krasse Stärke in die zwei natürlich, Crocodile und Jinbei, die waren auch in der 7-Samurai-Position und so. Das heißt, das sind alles krasse Leute und trotzdem haben die alle unterlegen gewirkt einfach. Das ist halt so der ausschlaggebende Faktor. Über das Training haben wir ja eben schon gesprochen, Zorro, ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft, dass er erst das Training abgelehnt hat und Zorro dann nochmal ja so einen entscheidenden Satz droppen musste, wo er quasi den Kopf nochmal so richtig auf den Boden dämmert und sagt, ja, und ihn einfach anfleht, mehr oder weniger. Und sagt ja auch Mihawk, dass er ihn nicht anbetteln soll und Zorro tut es ja letztendlich trotzdem. Und jetzt ist halt die große Sache, 2 Jahre später, wir haben Mihawk zwar gesehen, aber jetzt ist halt so, jetzt können wir nochmal kurz darüber reden, was macht Mihawk in Zukunft, was wird der nächste Schachzug sein? Wir haben es eben schon angesprochen, Kapitel 944 ist die erste Anlaufstelle und ich wäre ein großer Fan davon, wenn er logischerweise nicht stirbt, weil das fand ich ziemlich wack, sondern wenn er jemanden killt, wenn einfach der Schwenker kommt und er macht jemanden fertig, so weißt du, und dann hat man wirklich eine Demonstration der Kraft. Das würde ich mir auch wünschen, also seine Ziele jetzt, also meiner Meinung nach ist Mihawk ein Typ, der der stärkste Schwertkämpfer ist, das wissen wir. Er hat richtig krasse Kämpfe bestritten, so immer wieder die stärkeren Gegner aufgesucht und so. Und ist jetzt da angekommen und seines Erachtens gibt es wahrscheinlich jetzt zurzeit keinen stärkeren Schwertkämpfer. Würde jetzt irgendwo bekannt sein oder so, dass da ein krasser Schwertkämpfer irgendwo ist, der wahrscheinlich noch stärker als Mihawk, dann wäre er, glaube ich, auch auf dem Weg, um den zu finden oder sonstiges, um das Duell auszutragen. Aber wie es jetzt aussieht, ist er einfach angekommen, also es wirkt für mich so, dass er da seine Heimat hat, chillt jetzt da mit Perona, die haben die Human Drilled Affen da gebändigt, beziehungsweise Stuben reingemacht. Und jetzt ist Perona natürlich durchgezogen, wo er natürlich jetzt, weil er jetzt über 2 Jahre auch mit Perona gelebt hat und sonstiges, wahrscheinlich auch eine Verbindung aufgebaut. Würde er nur alleine leben, wirklich für sich alleine, so wie so ein Almöli da irgendwo eingekesselt da, dann
würde er, glaube ich, da einfach sein Ding machen, bis in alle Tage und keine Ahnung, würde da ab und zu den Ereignissen kommen, die er machen muss als einer der sieben Samurai, würde sonst seine Ruhe haben, Zeitung lesen, chillen. Aber da er jetzt, glaube ich, so ein bisschen eine Beziehung, eine Verbindung aufgebaut hat, hat er auch noch weitere Gründe, das Haus da, seine Insel zu verlassen, sein Loch zu verlassen. Ja, der ist ja auch keiner, also ich finde, Mihawk ist so von der Aktivität, die er hat, wirkt er immer wie so einer aus der alten Ära, die sich einfach raushalten aus dem Business, die sind fertig damit, so, weißt du, die sagen, kommt, neue Ära, macht das, aber man darf nicht vergessen, Mihawk, der ist 43, der ist noch da, so, weißt du, man unterschätzt das einfach und deswegen muss halt Mihawk auch nochmal einen gewissen Fokus bekommen, das ist halt nicht wie, also Mihawk ist wie Ivankov, so, weißt du, der und Ivankov hat ja auch immer wieder Screentime und ist auch noch relevant für die Story und für die Revos, die weiter fortschreiten und so, und so ist Mihawk für mich auch. Der ist nicht wie Ray, der einfach sagt, okay, lass die junge Ära mal machen. Und sein letzter Move ist quasi, dass er Kizaru da nochmal so abwehrt und sagt so, ja, okay, greif nicht in die junge Ära ein. Aber einen anderen kämpferischen Aspekt hat man ja dann nicht mehr von Ray. Und ich hoffe eigentlich auch nicht, also ich hoffe schon, dass Ray noch irgendwo Szenen bekommt. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass er sich nochmal irgendwie kämpferisch groß einmischen muss, sondern dass jetzt wirklich sein Job getan ist. Ja, also jetzt will ich unbedingt noch mal da kurz drüber reden. Ich habe es heute in meinem Video kurz angerissen. Er hat ja das stärkste Schwert, also von der höchsten Gattung der Schwerter, und zwar der Drachenschwerter, hat er die schwarze Klinge Yoru. So, also Yoru heißt, glaube ich, auch schwarze Klinge einfach. Und erstmal, also wir haben in der ganzen One Piece Welt so, in der ganzen Reise von den Strohhüten haben wir noch nie eines der Drachen. Wir wissen, es gibt 12 Stück. Aber wo sollen die sein? Und wie wird ein Schwert zum Drachenschwert? Ich habe es heute erwähnt, rein so spekulativ. Ist das vielleicht, muss da irgendwas auch von einem Drachen, muss da vielleicht Blut von einem Drachen mit eingeschmiedet werden? Oder muss das im Drachenfeuer oder so, das Eisen geschmolzen? Oder irgend so ein Blödsinn, weißt du? Irgendwas kann ich mir vorstellen, dass es zum Drachenschwert wird. Und wer kann denn so ein Drachenschwert schmieden? Also wir wissen zwar, dass das Gitetsu der ersten Generation wahrscheinlich auch ein Drachenschwert ist. Und das wurde von dem Vorfahren von Hitetsu geschmiedet. Also es gibt welche, die das so schmieden können. Aber wie? Kann es theoretisch jetzt noch ein 13. geben? Theoretisch, wenn es... Ja. Was für Material ist das? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Eisen... Ja, genau. Ich glaube, das Ganze wird ein sehr, sehr spezielles Material haben. Und ich glaube, das ist dann so mäßig auch so eine vergessene Technik oder so. Weißt du, so irgendwie so eine Technik, die halt einfach so ein bisschen über Generationen immer weitergegeben wurde, aber sich jetzt einfach so ein bisschen verloren hat. Also ich glaube nicht, dass aus den 12 Schwertern noch 15 Schwerter mal irgendwann wären. Die Sache ist halt auch, dass 12 Schwerter sind. Wie gesagt, Mihawk hat 1, dann sind es noch 11. Der von den 5 Weisen wird safe dann halt auch das eine da haben, sind 10. Jetzt kann man natürlich noch überlegen, Griffon, weiß man da? Weiß man auch nicht, ne? Ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Ist unbekannt. So, deswegen, aber gehen wir mal vom Gefühl her von außen 9. Und Zoro wird auch noch 1 bekommen, sind 8. So, dann hat man immer noch 8 Schwerter und denkt sich, holy shit. Aber man darf ja auch welche nicht vergessen. Welche Charaktere sollen die haben? Genau. Man darf ja nicht vergessen, berühmte Schwertkämpfer, wenn man jetzt zum Beispiel auf Vorfahren von Zoro eingeht, beispielsweise Vater oder so, dann kann da ja beispielsweise auch ein Schwert sein, was einfach mit im Sarg drin ist, was mit verbuddelt ist, so. Dann sind vielleicht 1, 2 Schwerter verschollen und zack hat man vielleicht nur noch 3, 4 Schwerter. Und hier ist für mich der Aspekt, dass da auch einfach mal ein Gegner kommen kann, der 2 Schwerter hat, also ein 2-Schwert-Stil hat und 2 Schwerter Drachenschwerter sind. Und zack hast du da die Zahl von 12 relativ zügig abgehandelt, ohne viele Charaktere jetzt groß einführen zu müssen. Deswegen, 12 klingt viel, aber man kann es definitiv umsetzen. Ja, also ich wünsche mir ganz dringend, dass wir im Wano Kuni-Arc noch ein Drachenschwert sehen. Auf also, jeden Fall. Das auf jeden muss 100%ig wird das aber auch passieren. Muss echt. Also wenn nicht da, also wo dann, ja, wir haben auch gerade die Thematik mit den, mit dem Schwertschmied und so. Deswegen wird das auch nochmal, muss aufgegriffen werden. Und ich wünsche mir auch bezüglich Schwerter in One Piece, da muss mal wieder was getan werden von Oda, dass der darauf mal wieder ein bisschen eingeht. Aber ich glaube, das kommt jetzt alles lang. Es geht eh alles ins Rollen gerade, wo Zoro da ist und sein Shusui, das von Ryuma wurde eh geklaut, deswegen muss er da eh hinterher. Und vielleicht wird, dieser eine Typ, der hat eh die ganzen Schwerter auf dem Rücken, vielleicht hat der sogar ein Drachenschwert bei sich. Oder man weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall ist die Frage, wo hat Mihawk dieses Schwert herbekommen? Man weiß halt nichts. Er hat das Schwert nur, als Kind hatte er es noch nicht, aber dann hatte er es so, es ist das beste Schwert in der One Piece Welt, es ist auch das Schwert, was wirklich komplett gar nicht so, es sieht ja nicht Katana-mäßig aus, es sieht fast aus wie ein Breitschwert, wie so ein Claymore, oder es ist einfach so ein Riesending, was eigentlich total unpraktisch so wirkt. Es sieht ja, man kann damit wahrscheinlich, also es sieht so aus, das könnte man nicht damit so schnell schlagen oder so, vielleicht hat es auch so eine
ich weiß nicht, auch dass es schwarz ist. Es wird zwar schwarze Klinge genannt, aber wir haben ja auch erfahren von also Wano Kuni jetzt, dass die Schwerter über die Zeit schwarz werden von dem Schwertkämpfer, wenn er es trägt. Und auch schwarz bleiben danach. Also es ist nicht Haki, was nur kurzzeitig darauf angewendet wird und so, wenn man es ablegt und so. Es bleibt schwarz. Also irgendwann hat ein Schwert sozusagen den Status einer schwarzen Klinge erreicht und dann wird es schwarz. So, und das Drachenschwert von Falkenauge war vielleicht damals, als er es bekommen hat, war es vielleicht gar nicht schwarz. So, und es wurde dann schwarz und ich weiß es nicht. Oder er hat es auch schon schwarz bekommen und sein Vorfahre hatte es schon schwarz trainiert. Oder man weiß es nicht. Man weiß nicht mehr, wo er es her hat. Es passt aber auch zu Miok und zu dem Setting und so. Es passt zu dem ganzen Dracula-Ding auch. Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das alles irgendwie mit seinen Vorfahren zusammenhängt. So, aber ja, kann man nur spekulieren. Ansonsten ja, haben wir eigentlich, wenn wirklich alles oder fehlt noch irgendwas, irgendein Stein, den wir nicht umgedreht haben. Nee, wir haben irgendeinen Stein, den wir noch nicht umgedreht haben. Ja, man kann vielleicht noch kurz, ganz kurz die Nebeneinträge durchgehen. Mihawk theoretisch. Ich finde, Mihawk, als man die Zeichnung gesehen hat, wie er weiblich aussehen würde, der könnte auch weiblich durchgehen. Safe Call, den hätte man auch als weiblich machen können. Und was ich auch wichtig finde, in FPS zu Band 90 hat Oda gezeichnet, wie seine Tochter aussehen würde. Warum ich das wichtig finde, ist, da Oda eine Antwort geliefert hat, unter die Frage, wie sie aussehen würde, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass es in One Piece nicht mehr ein Timeskip geben wird, wo man irgendwie sieht, wie Zoro Mihawks Kind trainiert oder so. Sowas wird nicht mehr passieren. Weil ich finde, dadurch, dass Oda das gezeichnet hat und in der FPS da die Relevanz drauf gelegt hat, wird das nicht mehr thematisiert. Es wird keinen Moment kommen, wo Zoro wo von Mihawk noch ein Kind auftaucht und er so, das ist meine Tochter, so mäßig und die dann auch mit dem Schwert trainiert. Das wird, also das ist für mich aus der Geschichte rausgelassen. Ähnlich wie man zum Beispiel ja auch in der FPS auf Enels Kopfgeld eingegangen wäre, was hypothetisch existiert. Und für mich ist es dann auch so, dass das abgeschlossen ist, dass selbst wenn Enel zurückkommt, der Auftritt nicht lange genug ist, dass sein Steckbrief irgendwie noch groß um die Welt geht oder so. Also das glaube ich dann zum Beispiel auch nicht. Ich glaube einfach, solche Sachen sind dann relativ zügig auch abgehandelt. Und sonst kann man nicht sagen, wie gesagt, Anlehnung an Graf Dracula natürlich. Und es gibt auch quasi noch eine Parallele zu Odas Alpenwerk. Aber sonst, also das ist nichts, worauf man groß Wert legen muss. Und ja, das alles rund um Mihawk. Ansonsten könnt ihr in die Kommentare schreiben, solltet ihr irgendwas vergessen haben oder also wir haben noch so viele Themen, Leute. Also wirklich, es gibt ja alles. Man kann ja theoretisch jedes One Piece fast nochmal öffnen und nochmal komplett ausbreiten und ausquetschen, ausmelken, wie wir es jetzt gemacht haben bei den gewissen Themen. Und es macht auch Spaß, Leute. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt mal euer Lieblingsschwert in die Kommentare. Hashtag und dann euer Lieblingsschwert. Und nicht jetzt das, was ich gesagt habe, sondern was euer Lieblingsschwert ist. Ja. Das hatten wir nämlich auch letztens. Ja, das hatten wir letztens ein paar Mal. Entweder Trottel oder Trolls. Ja, weiß ich nicht, denke, auf viele jeden Fall werden einfach aus Joke das schreiben. Aber. Ja, glaube ich auch. Als nächstes Thema, ich weiß nicht, kommt vielleicht etwas Weltregierungstechnisches oder. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ein allgemeines Thema, weil wir jetzt zwei Charakteranalysen hintereinander gemacht haben. Ihr dürft natürlich auch gerne Charaktere in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, hey, da wäre eine komplette Analyse, einfach weil der Charakter schon so lange existiert oder so, man so viele Referenzen hat. Macht den mal, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, aber der nächste Podcast wird auf jeden Fall erstmal ein anderes Thema sein. Ja, vielleicht auch. So mehr theorienlastiger als jetzt einfach nur so. Also, dass wir auch mal über Theorien reden, vielleicht als Oberthema verlorenes Jahrhundert oder irgend so. Leute, ich will mich hier festlegen, aber es wird auf jeden Fall theorienlastiger und sonst mit Spotify die Nachricht. Ich hoffe, ihr habt es aufgenommen. Und ich bin damit raus. Ich gebe natürlich das letzte Wort wieder an Myrolox und ich sag schon mal ciao. Ciao und tschüss. Nein, Spaß. Letzten Worte gebühren, wie immer mir. Und was soll ich sagen? Charakteranalyse Mihawk, deutlich umfangreicher, als ich zu Anfang vermutet habe, weil wir zuvor hatten wir ja Blackbeard gemacht und der Podcast ist quasi jetzt offiziell länger als der Blackbeard-Podcast, was man einfach nicht denkt, weil Mihawk vom Gefühl her nicht so viel Bandbreite bietet, aber hier sieht man halt, dass dieser Podcast einfach so komplett alle Rahmen sprengen kann, wenn man so, was man am Anfang einfach nicht so vermutet. Großes Kompliment auch an euch, wie ihr die Podcasts aufnehmt. Die letzte Charakteranalyse kam auch unglaublich gut bei euch an. Da wollten wir auf jeden Fall auch nochmal Danke für sagen. Und
ja, wie gesagt, schreibt eure Charaktere noch in die Kommentare, wo ihr was zu sehen wollt. Können auch alle Charaktere sein. Hauptsache, sie sind in irgendeiner Weise relevant in der Story. Und dann passt das auf jeden Fall dazu. Jetzt überlege ich kurz, ob ich noch was vergessen habe. Ich denke nicht. Liken und kommentieren nicht vergessen. Und danke fürs Zuschauen, Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und ich sag ciao und tschüss.